So, Freunde, und willkommen bei der allerletzten Folge Let's Play Forza Horizon. Und es hat ja lange gedauert, das Let's Play. Also wir haben auch alles mehr oder weniger geschafft. Und jetzt werden wir nochmal. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Mein Profil, Statistiken. Da können wir mal gucken. Also 81%. Das liegt daran, dass noch ein paar Sachen fehlen. Natürlich. Aber wir haben die wichtigsten Sachen gemacht. Wir haben einen Fuhrparkwert in Höhe von 27 Millionen. Gesamteinnahmen in Höhe von 11 Millionen. Wert der Teile 803.000. Entdeckung. Scheunenfunde haben wir alle gefunden. Zerstörte Rabattschilder. Ja klar, da sind noch einige unterwegs. Entdeckte Straßen ebenso. Und ausgelöste Blitze auch. Genauso wie Geschwindigkeitszonen. Außenposten fehlt einer. PR-Stunts beendet. Das ist ja mehr oder weniger alles das gleiche. So, 425,7 km/h haben wir geschafft. Und 1687 Kilometer. Das heißt, wir sind quasi vom Norden in Deutschland, von Flensburg, runter nach München und wieder zurückgefahren. So, Rennen. 70 von 70 gewonnene Schauren. 8 von 10. Da fehlen wohl noch welche, aber die sind jetzt leider nicht freigeschalten. Oder seht ihr da noch welche? Nee, ne? Macht aber nichts. Die werden wahrscheinlich dann später freigeschaltet, wenn man den letzten Außenposten hat. Das will ich jetzt aber nicht mehr machen, weil ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, das Let's Play. Also, das wird definitiv erstmal die letzte Folge sein, zumindest von dem Einzelspieler. So, und ich würde sagen, wir gucken nochmal einen Blick in den Autosalon. Wir gucken nochmal einen Blick, das ist ja auch super deutsch. So, dann gehen wir nochmal rein. So, und dann schauen wir nochmal kurz. Wir können nämlich nochmal ein bisschen shoppen. Ja, na gut. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben, aber ob wir das jetzt wegklicken oder nicht, die 30.000, die machen nichts aus. So. Dann können wir ja mal so ein paar interessante Modelle angucken. Zum Beispiel der Ascari. Den kaufen wir einfach mal, weil wir es haben. Kein Problem. So, nein. Ah, ist immer noch einer verfügbar. Okay, Aston Martin. Richtig, oh, 1,8 Millionen. Den muss ich haben. In Rot, das ist zwar, eigentlich ist die Farbe ja Ferrari vorenthalten, aber 1,8 Millionen und dann in Rot, das muss unbedingt sein. So, Audi. Haben wir ja. So, Bentley haben wir ja auch. BMW. Eigentlich auch alles. Bugatti, den haben wir, ja klar. Cadillac. Chevrolet. Die haben wir. Citroën, okay. Dodge. Eagle. Ah, das ist der Speedster, alles klar. Was? 10 Millionen. Alter. Wow. Den sollten wir uns auch nochmal zulegen, oder? Nett. Da werden wir gleich nochmal eine Probefahrt mit machen mit dem hier. 2,5 Millionen. Beziehungsweise eigentlich. Wir haben uns die Autos ja auch eh schon mal alle angeguckt. Ich will die Folge hier jetzt auch gar nicht großartig in die Länge ziehen. Ich will nur nochmal ein bisschen Geld raushauen.
Jetzt haben wir heute das ganze Geld erfahren. Dann müssen wir auch noch ein bisschen was dafür ausgeben. Alter. Das ist ja mal ein Kasten hier. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Alles. Alles brauchen wir. So, oh ja. Das ist genau die richtige Upgrade-Klasse. Und denn nur 688 kW, das ist ja krass. Wenn ich bedenke, was der... Bugatti mal eben kurz über 1000 kW hatte, den wir haben. Ultimative Driftfähigkeit. Ja, das ist in diesem Spiel nicht so meine Lieblingsdisziplin. So, dann können wir eigentlich mal hier zu dem Außenposten. Und dann gehen wir nochmal kurz mit dem Ferrari hier auf die Autobahn. 2,5 Millionen. Wie gesagt, es gibt noch weitaus teurere Fahrzeuge. Alter, der hört sich aber auch an. So, 24-Stunden-Rennen lässt grüßen, wa? Boah, Alter, der geht ja das ganze Ohr flöten dann, nach der Zeit. So, dann gucken wir nochmal, was der so drauf hat hier. Aber wahrscheinlich nicht mehr als 350. Ach du je, der tut sich ja jetzt schon so ein bisschen schwer. Ja, 300. Mehr ist nicht drin. Aber lässt sich noch ganz gut lenken. Wow. Also macht auf jeden Fall Laune. Wir können ja auch mal auf der anderen Spur hier fahren. Dann sieht man die Autos früher, weil die dann weiße Lichter haben. Ja, das weiß, das ist eine ganz tolle Logik. Ich lese es vor, aber das heißt nicht, dass es stimmt. Duke McGuire hat bereits so viele Ersatzteile in seinem Körper, dass er sein Gehirn nachts in einem Glas neben dem Bett aufbewahrt. Neuer Text, bitte. So. Gonzales. Also, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei meinen anderen Let's Plays reingucken wollt. Hier Need for Speed zum Beispiel ist ja auch erst vor kurzem zu Ende gegangen und in Zukunft gibt es natürlich auch weitere Rennspiele als Let's Play. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir weiterhin als Abonnent treu bleibt oder als Zuschauer oder beides. Und ja, wir können uns hier eben noch kurz den Sonnenaufgang angucken. Und ja, also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.